Hier in der Überblick erkundet Hugo schon mal die Wanderstrecke. Aber wir waren nicht so schnell wie unser Hugo. Anfahrt über Bayerisch Zell und das Ursprungtal. Wenige Kilometer nach der Grenze rechts eine Mautstraße zur Aggernalm. Von Kufstein über das Tierseelandl links Abzweigung Aggernalm. Die Straße ist gut ausgebaut und auch für Busse bis 30 Fahrgäste leicht befahrbar. Start unserer Wanderung war der Parkplatz auf etwa 1300 Meter unterhalb des Berggasthofes Aggernalm um etwa 9 Uhr. Im Hintergrund links die Kuffertspitze 2195 Meter hoch. Unser Weg führte uns zunächst an der Schaukäserei Aggernalm vorbei, auf der Fahrstraße bis zur Kajadanhütte. Dann ging es ins Gelände, wo uns auf etwa 1600 Meter etwa 20 cm Schnee erwarteten. Die erste Dreiviertel bis eine Stunde ging es auf der Fahrstraße nach oben, die recht matschig war, weil es am Tag vorher geregnet hatte. Die Wandertemperatur betrug etwa so 15, 16, 17 Grad Celsius, Sonne und Wolken wechselten sich ab und kein Niederschlag. Stille Beobachter im sicheren Abstand. Jetzt aber nix wie weg. Bei den Teilnehmern herrschte eine gute, ausgelassene Stimmung. Hier der Mann an der Kamera, unser Wanderfreund Kurt. Tiefster Winter, mitten im September. Etwa 11.30 Uhr, Gipfel des Sonnenwendjochs erreicht. Wunderbare Einblicke über das Mangfallgebirge und in das schöne Tierseetal.
Wir waren alle dabei bei der teils winterlichen Wanderung. Danke jetzt schon an Max und Rosi Heckmeier für diese schöne Tour. Auf der Fahrstraße bei der Kajatan-Hütte wieder angekommen, musste natürlich das mitgebrachte 40%ige Gebirgswasser probiert werden. Es wurde ein Geburtstagsständchen gesungen, Theresa hatte Geburtstag. Die Nebengeräusche bei dem Originalton kamen natürlich von dem Wind. Kurze Pause bei der Schaukäserei. Österreichs größte und modernste Almkäserei liegt auf 1400 Meter Seehöhe im schönen Tierseetal. Man kann bei der Zeugung von unseren mehrfach mit Gold- und Silbermedaillen ausgezeichneten Tiroler Emmentaler und Bergkäse zusehen und auch im Ladenstübel käuflich erwerben. Vom Mai bis Oktober täglich geöffnet. Zur Brotzeit auf die Aggernalm. Man kann sie verwöhnen lassen bei guter Hausmannskost oder bei schmackhafter Tiroler Brotzeit. Auch eine große Sonnenterrasse ist verfügbar. Außerdem almerisch eingerichtete Zimmer bis zu 30 Personen, idealer Ausgangspunkt für schöne Bergwanderungen. Mein schöner und guter Zwetschgenkuchen, kein Daci, natürlich hervorragend mit Mürbteig. Zum Schluss noch ein schöner Blick ins Tierseetal und auf das Kaisergebirge. Servus und führt euch bis zum nächsten Mal.